Aber das mache ich einfach mal so. Gewinnt er wieder. Ja. Ja. Ja, okay. Konrad. Hallo, Konrad. Wie können die das trinken? Was ist das überhaupt? Ich glaube, es ist Wein. Wein? Das ist nicht einmal ein Abklatsch von Wein. Und was ist es dann? Gepanschte Hundepisse. Darum komme ich nur selten her. Ich dachte, dies wäre die einzige Taverne weit und breit. Ich wohne im Händlerviertel, aber alle Gasthäuser dort haben geschlossen. Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ihr habt gesagt, ihr hättet vielleicht eine Arbeit für mich. Erzählt mir mehr. Ich weiß, wo man einen edlen Tropfen findet, aber dazu ist ein Schwert erforderlich. Ihr braucht einen Krieger, um etwas zu trinken zu bekommen? Ich kenne einen Ort, wo 100-jähriger Wein aus Toussaint lagert. Wo ist der Haken? Der Weinkeller befindet sich in einem Haus, das jetzt von Ungeheuern heimgesucht wird. Ist das der Wein, den wir bereits mitgenommen hatten? Das kostet euch 200 Orens. Abgemacht. Ich komme um Mitternacht wieder hierher. Es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Sehr geil. Trefflich, aber ich habe kein Gold. Ging alles für Alkohol drauf. Ich behalte eine Flasche, ihr nehmt den Rest. Für eure Mühen. Gut. Ich wusste, ihr seid ein anständiger Kerl. Meine Eier jucken. Keine Herausforderung. Okay. Haben wir das also auch schon mal wieder. Reisender. Schurke, Schurke. Sultan, Reisender. Schurke, Schurke, Kennerin. Sendbote. Willkommen, Reisender. Ich habe gehört, ihr kauft Schmuck. Und wenn es so wäre? Sagt mir, wer für Salamanderabzeichen bezahlt. Oder eure eigene Mutter erkennt euch nicht wieder. Haut ab! Haut ab! Okay. Der will dann wahrscheinlich erst beim nächsten Mal wieder mit mir reden. Verdammt, macht was. Habt ihr irgendwo Coleman gesehen? Ihr habt wohl mit dem Lump Geschäfte gemacht und dann ist er verschwunden, richtig? Könnte man sagen. Ihr habt Glück. Das Unfallrisiko unter seinen Geschäftspartnern ist extrem hoch. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Abends sammelt er Transporter auf dem Deich ein. Aber wenn ihr ihm einen Dienst leistet, fragt nach, warum er ihn geleistet haben wollte. Na gut. Wir werden euch für alles, was ihr herausfindet, gut belohnen. Ade. Okay. Aber Boxfleisch ist dafür da. Das ist ja auch schon mal was. Kohlmann weg, Boxfleisch da. Was wollt ihr, Missgeburt? Ich habe ein paar Fragen. Ihr habt ja keine Ahnung, mit wem ihr da redet, Missgeburt. Ein Wort von mir und ihr habt ein Dutzend am Hals, ehe ihr bis drei zählen könnt. Und ihr seid tot, ehe ihr bis drei zählen könnt. Schau, das Wölflein knurrt. Beißt es denn auch? Ich könnte jemanden brauchen, der weiß, wie man zubeißt. Mhm. Ich verabscheue euresgleichen. Verachtung, Wölflein, ist das Privileg der Klugen. Bei allen anderen ist es ein Zeichen von Jugend und Dummheit. Ich pisse auf eure jugendliche Arroganz. Was wollt ihr? Von jugendlich. Ich bin bei Thala gewesen. Hab da Sachen gefunden von jemandem, den ich suche. Ja, na und? Sie gehörten einem Hexer. Wie gelangten sie in eure Hände? Wir haben sie gefunden. Euer Freund hatte Ärger, kollaborierte mit den Salamandra. Fragt die Leute im Sumpf. Dort haben wir das Zeug gefunden. Okay. Ich
Das hat uns ja zumindest schon mal ein bisschen weitergeholfen. Allgemein alles hier gerade. Okay, also wir sollen die Sumpfbewohner fragen. Hundevertrag kann ich abgeben. Mit Raimund sprechen. Und mit Profispielern zu pokern. Sümpfe gehen. Gut, der Spieler ist leider nicht mehr da. Den habe ich ja gerade gesucht. Der Sendbote, da haben wir es, glaube ich, gerade ein bisschen verkackelt. 5 davon brauchen wir noch. Das Päckchen ist fort. Also da müssen wir mit Jethro reden. Dann einmal zum Deich. Hier muss zum Deich. Dann Geschäfte mit Asajarat reden. Verdächtiger Kalkstein. Verdächtiger Vivaldi. Da können wir seine Unschuld beweisen. Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn alles, ey? Was? Habt ihr je das Zeichen der Salamandra gesehen? Schon sehr viele. Gibt's ein Problem damit? Erzählt mir am besten alles, was ihr wisst. Sagt euch der Name Azar etwas? Ich habe einen Grundsatz. Bevor ich jemandem die Kehle aufschlitze, gebe ich ihm einen Rat. Droht mir nie. Merkt euch das. Ich meine, der Ruf ist alles, oder? Ich muss mit euch über die Salamandra sprechen. Warum habt ihr Verbindung mit Hexer Berengar aufgenommen? Was interessiert euch das? Er war mein Bruder. Schaut genau hin. Sehe ich wie eine Nutte aus? Ja. Nein. Warum versucht ihr dann, mir einen reinzudrücken? Was geht euch das Ganze an? Er war ein Freund. Die Salamandra haben vielleicht etwas mit seinem Verschwinden zu tun. Komische Freunde habt ihr. Berengar machte gemeinsame Sache mit den Salamandra. Deshalb haben wir ihn beobachtet. Wie sagt man? Deine Freunde seien dir nahe, deine Feinde noch näher. Er verschwand im Sumpf. Dann heuerte Kalkstein einen meiner Jungs an, um ihn zu suchen. Und der verschwand auch. Das ist alles. Und jetzt haut ab. Eure Leute haben mich im Krankenhaus angegriffen. Geht's noch? Ich habe sie hingeschickt, um einen von uns zurückzuholen. Das hat aber eine andere Stimme. Gut. Ich will das mal glauben. Mir fehlen Beweise. Ich lasse euch erstmal in Ruhe. Danke. Aber ihr versteht sicher, wenn ich euch nicht gleich die Füße küsse. Falls ihr Yavit finden solltet, würde ich gerne davon erfahren. Mhm. Und wenn ihr welche seiner Handlanger findet, hätte ich auch nichts dagegen, die zu sprechen. Okay. Yo! Unsinn! Gut. Wir könnten es ja jetzt nochmal zum Deich schaffen. Da können wir ja auch noch wegen Coleman gucken. So, erstmal speichern. Wir haben ja jetzt einiges erreicht hier. Ich finde, wir sind echt gut vorangekommen bisher. Kann mich nicht beklagen. Es läuft zumindest besser als damals beim Let's Play. So. Ja, da muss ich auch noch rein. Da vorne steht Siegfried. Der Mickrige sollte es das... Geralt, schön euch zu sehen. Wo geht ihr denn hin? Zum Deich. Kein Durchgang. Das verbietet der Hauptmann. Warum? Befehl des Hauptmanns. Redet mit ihm. Meine Herren, so behandelt man keinen Helden. Das ist Geralt, der Hexer, der Vizima von einer schrecklichen Gorgo befreit hat. Ein Held? Na, das ändert alles. Er ist fast einer von uns. Aber auch nur fast. In dem Fall geht bitte durch, Meister Geralt. Wir trinken im Gasthaus auf euer Wohl. Das ist sehr lieb. Siegfried. Trinken wir auch zusammen? Okay, dann eine nicht. Eine Überraschung in den Kloaken. Ein Ritter der Flammenrose. Von Kopf bis Fuß in Gestank gehüllt. Normalerweise arbeite ich allein, aber es war eine Gelegenheit, einen Ritter in Aktion zu sehen.
Ich muss sagen, er hat sich wacker geschlagen für einen Menschen. Solche Dankbarkeit sieht man nur selten. So, ja, dann dürfen wir jetzt zum Deich. Ein Fortschritt, was passiert denn jetzt schon wieder? Und wenn das alles wäre, was ich gesehen habe? Seid ihr sicher? Ihr verliert die Hälfte eures Goldes. Wartet, da kommt jemand. Das ist dieser weißhaarige Kerl. Er hat uns entdeckt. Was? Vorsicht, er ist ein Hexer, der ist gefährlich. Endlich die Anerkennung, die ich verdiene. Ja, ne? Hexer? Das war ein nettes Schwätzchen. Hört auf, den Dummen zu spielen. Ihr wisst Bescheid. Was? Ja, ich weiß Bescheid. Und ihr habt mich nie bezahlt. Hier sind 100 Orens. Verratet mich nicht. Warum nicht? Ich helfe Vincent, die geheime Organisation der Salamandra zu zerschlagen. Besonders erfolgreich seid ihr aber nicht. Oh, weil irgendein Dummkopf dauernd Salamander tötet und unsere Fallen und Pläne sabotiert. Habt ihr eine Ahnung, wer? Nein, aber wenn ich ihn finde, setze ich seinem Treiben ein Ende. Okay. Hexer? Okay. Stimmt, der hat ja nur Fistik bei sich. So. Da sind der Trunkene. Um die können wir uns mal kurz kümmern. Brauchen wir ja für unseren einen Vertrag. Gleich Widerlinge. Okay. Zweimal. Zweimal. Und dreimal. So, das ist Landungssteg. Da ist sogar ein Lagerfeuerchen. Hallo, lass mich rüber. Strand. Na gut, das würde ich jetzt hier nicht als Strand bezeichnen, aber okay. So. Gut, weit kann ich hier leider nicht rein. Dann würde ich mal sagen... Schlafen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, wir hätten ja echt auch jede Menge Zeit. Okay. Gruppensilber. Machen wir einmal Schaden. Dann machen wir einmal Bluten. Das geht ja noch nicht. Hier machen wir einmal Parieren. Und dann bitte einmal bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Und irgendwo hier muss ja jetzt auch Leuwarden sein. Mit dem Sumpf warte ich noch mal ein bisschen. Ich hoffe, dass wir da heute noch hinkommen. Besprechen kann ich noch nichts. Interessant. Der Fährmann. Hallo? Lässt du mich vorbei? Und da ist Leuwarden. Dachchen. Ihr schon wieder? Die haben euch in die Stadt gelassen? Seid ihr ja. Leuwarden? Der bin ich. Wir haben dich doch schon gesehen. Ja? Vorderstadt damals. Wie ich hörte, sollen Kreaturen den Warentransport gefährden. Ja, ich nehme an, ihr fragt nicht aus reiner Neugier. Ich hatte gehofft, eigentlich, dass jemand für ihre Beseitigung zahlen würde. Ich vielleicht. Der Landungssteg im Sumpf ist wichtig für meine Geschäfte. Wegen dieser Kreaturen musste ich Einbußen hinnehmen. Wie sehen die Bestien aus? Es sind Ertrunkene. Sie kommen nachts raus, zerstören Waren und ermorden Träger. Ich würde 400 Orens zahlen, um sie loszuwerden. Mit dem größten Vergnügen. Oh ja. Reden wir. Ja.
Ich suche die Sephiroth-Steine, habe aber noch nicht alle gefunden. Ich dachte mir, ihr interessiert euch vielleicht für derlei Kunstgegenstände und Kuriosa. Ich habe mal einen gekauft, weil ich dachte, er hätte magische Eigenschaften. Doch dem war nicht so. Und ich habe einem Magier eine stolze Summe für die Untersuchung bezahlt. Dann seid ihr vielleicht bereit, ihn mir zu verkaufen? Meinen Tipperat verkaufen? Ich hänge sehr an ihm. Ich zahle euch einen guten Preis. 500 Orens? Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel wert ist. Aber so sei es. Ich trage den Tipperat als Amulett. Wir können das Geschäft sofort abwickeln. Hier habe ich 500 Orens. Obwohl das ganz schön teuer ist für einen Stein. Dann muss ich mich wohl schweren Herzens von meinem Stein trennen. Mein Ruf würde ebenso wie mein Geschäft darunter leiden, ließe ich den Handel platzen. Der Sephira gehört euch. Danke. Dann brauchen wir ja nur noch 4 Steine. Okay. Bleiben noch 4. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die anderen 4 waren. Na gut, wir sind schon mal bei 4. Bei 6 jetzt. Damals habe ich zumindest schon mal mehr als beim letzten Mal, beim Let's Play. So, jetzt reden wir erstmal wieder mit unseren ganzen anderen Leuten da drin. Wird aber knapp, glaube ich, mit den 13 Stunden, ich glaube. Halte ich nicht ganz durch, muss ich sagen. Also ein bisschen mache ich noch. Ist das nicht wert. Aber ich glaube, komplett 13 Stunden schaffe ich nicht mehr. Dann nehme ich doch immer ein bisschen Kopfweh. Ihr bringt nur Ärger. Das ist so leicht hinderlich gerade. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Da. Du liegst ja nur im Bett. Ich bin ganz Ohr, weißer Wolf. Okay. Also, ich war bei dem Gefangenen. Hat er was ausgespuckt? Dazu gab's keine Gelegenheit. Boxfleischs Männer haben uns angegriffen. Sicher? Seltsam. Boxfleisch will die Salamandra loswerden. Es sei denn, mir ist da etwas entgangen. Javed hat ihm vielleicht Angst eingejagt. Oder ihn bestochen. Das sollten wir prüfen. Habt ihr etwas aus dem Gefangenen herausbekommen? Ein einziges Wort. Kalkstein. Macht Sinn. Kalkstein ist ein talentierter Alchemist. Er könnte Javed bei den Experimenten behilflich sein. Ich bin ihm begegnet. Er sah nicht aus wie ein Verbrecher. Das mag ja sein, aber wir müssen allen Hinweisen nachgehen. An die Arbeit. Ich befrage meine Kontakte in der Stadt. Ihr beobachtet Kalkstein. Erringt sein Vertrauen, findet heraus, was er vorhat und was er verbirgt. Wie geht es mit den Ermittlungen weiter? Geduld ist angesagt. Wie beim Fischen. Ich bevorzuge die Jagd. Dann erringt Kalksteins Vertrauen. Tut ihm einen Gefallen. Bringt etwas in Erfahrung, das ihn interessiert. Ihr könntet ihn dazu bringen, euch anzuheuern. Ja, haben wir schon. Redet auch mit Boxfleisch. Aber übertreibt's nicht. Er ist ein Choleriker. Ja, das weiß ich. Kalkstein und Boxfleisch. Okay. Gut. So, wie Waldi konnten wir jetzt sagen, dass wir von seiner Unschuld überzeugt sind. Ich bin so heiß. Ja, nee, ich nicht. So. Geh mal rein. Ah, da ist er. Oh, wieder er mit seinem zuckenden Bart. Ich konnte Azar Javeds Kontaktpersonen entlarven. Interessant. Tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Ich weiß, ihr habt die Kontrolle über eure Bank verloren. Zu freundlich, dass ihr so offen mit einem Zwerg sprecht. Jederzeit. Ich habe Informationen über Javed, die nützlich sein könnten. Manchmal sind selbst kleinste Details wichtig. Ich stieß in alten Akten auf seinen Namen. Er bezahlte Studiengebühren an der Zauberschule in Ban Ard. Er wurde rausgeworfen, da er Interesse an dunkler Magie entwickelte.
Daraufhin bezahlte er die Studiengebühren nicht mehr und damit verschwand er aus unserem System. Okay. Ihr habt es mit einem Renegaten zu tun und einem gefährlichen obendrein. Klar. Dann wird er sogar über Azathstrahl bekommen. Ich sollte selbst nach weiteren Spuren suchen. Ja. Das sowieso. Gut. Also, ja, Sumpf. Der Totengräber. Stimmt, da können wir den Auftrag noch abgeben. Warum renne ich eigentlich hier lang? Das war ziemlich blöd. Den Sumpf müssen wir auf jeden Fall noch. Ich weiß noch nicht, ob wir das heute noch schaffen. So. Der dürfte ja immer noch da hinten rumlungern. Ach, ihr. Yeah. Hoffe ich. Ja, da hinten ist er. Damals war hier eigentlich auch eine ältere Dame. Ich glaube, die steht hier immer nur zur Mittagszeit. Der muss ich auch nochmal Ausschau halten. Aber hier. Was braucht ihr? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja? Ich habe 6 Töpfe Hundefett. Ich benutze das Fett für meine Särge. Hier ist euer Lohn. Lebt wohl. Asche zu Asche. So, 100 Uren. Okay. Das haben wir also fertig. Das war das mit den Sümpfen. Das war das mit dem Spieler. Das mit dem Sendboot, das ging ja ein bisschen daneben. Mit Jethro müssen wir reden. Da brauchen wir noch 4 Steine. Ich cool, wenn bloß denn will, muss ich zum Schankwirt gehen. Gut, in die Sümpfe fahren und die Ungeheuer erledigen. Aber dann müssen wir noch was finden. Stimmt, Kalkstein. Ja, da bin ich jetzt eben komplett dran vorbeigerannt. Okay. Ich habe das Gefühl, ich laufe eigentlich nur von A nach B nach C. Wie die Stadtwache da rennt. Muss wahrscheinlich dringend aufs Klo. Ich sollte ihm einen Schuldschein geben. Gut, Jethro. War da hinten. Was haben wir denn da? Einen Hexer. Immer noch. Shani. Können wir mit dir reden nochmal? Was überhaupt hier lang? Geralt, wir müssen reden. Was gibt's? Im Krankenhaus starben einige Leute. Habt ihr etwas damit zu tun? Nein, gar nicht. So redet doch. Ich verhörte einen Gefangenen, einen ihrer Patienten. Aber ein paar Schurken störten uns. Deren Leichen hat die Wache entdeckt. Ich sage euch, was ich gehört habe. Der Gefangene soll an einen sicheren Ort verbracht werden. Danke für euer Verständnis, Shani. Ich passe nur auf euch auf. Man sieht sich. Okay. Was ist denn das? So, dann können wir jetzt doch direkt nochmal mit Kalkstein reden. So, mit Shani war jetzt eher so unvorhergesehen. Ah, der sitzt da. Hallo, Kalkstein. Oh, tut mir... Ja, Wie komme ich zum Sumpf? Nehmt das Westtor. Da ist ein Deich, der nach Alte Visima führt. Und was dann? Ihr findet dort eine Fähre, die euch zum Sumpf befördern kann. Fährt die Fähre in beide Richtungen? Ja, am Sumpf gibt es einen Landungssteg beim Dorf der Ziegelbrenner. Danke. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in... Reden wir über diese... Ich glaube, ihr steckt mit denen unter einer Decke. Was? Ich?
Warum? Das wüsste ich auch sehr gern. Hinter was seid ihr her? Etwas, wofür ich noch keinen Beweis habe. Leider. Ich glaube nicht, dass es Kalkstein ist. Albedo? Ja, diese Lösung. Ich glaube nicht, dass Kalkstein damit was mit zu tun hat. Ich glaube ja, dass wir in die Irre geführt werden. So, dann noch einmal mit Jethro reden und dann machen wir uns zumindest auf den Weg in den Sumpf. Zumindest fahren wir da nochmal hin. Danach glaube ich, dass ich für heute Schluss machen werde. Da ich morgen auch wieder früh aufstehen muss. Ja. Ich habe gefragt. Unter meinen Habseligkeiten fehlt ein Päckchen. Seid froh, dass ihr deshalb nicht länger absitzen müsst. Wir haben es beschlagnahmt. Erwähnt es dem Hauptmann gegenüber nicht. Verdammte Diebe. Schön! Adieu. Okay. Jetzt müssen wir Coleman auch noch von dem Päckchen berichten. Gut, das mit Coleman machen wir dann aber später. Wer jetzt auch gerade gar nicht weiß, wo der rumlungert. Wenn er immer noch vor der Stadt rumlungert, ist okay. Wenn nicht, dann ist das so. Oh, meine Papier. So. Begeben wir uns jetzt zumindest Richtung Sumpf. Dann haben wir zumindest einen guten Punkt, wo wir dann beim nächsten Mal weitermachen können. Ihr bringt nur Ärger! Ich möchte halt auch nicht in diesem ganzen Gewusel hier in der Stadt aufhören. Weil meistens weiß ich dann am nächsten Tag oder beim nächsten Mal gar nicht mehr, was ich machen muss. Gut, das ist diesmal nicht der Fall, weil ich ja im Stream länger spiele als im Let's Play. Aber trotzdem. Hexer? Mhm. Ich hatte ein Päckchen für euch. Von Haren. Ihr hattet es, aber... Die Stadtwache hat's mir abgenommen. Verflucht. Warum passiert sowas immer mir? Vielleicht können wir jemanden bestechen. Ihr seid nicht sauer? Stellt einfach nie wieder ein Päckchen für mich zu, ja? Okay. Okay. Dann haben wir das Bettteil auch schon fertig. Nein, eigentlich nicht. Nein. Gut. Da hinten ist der Fährmann. Wer ist das denn? Ich bin Hexer Geralt von Riva. So. Ihr seht weder wie ein Transportdienstleistungen günstig wie nie. Okay. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. So. Ganz los? Ja. Wie oft war... Okay. Dann schippern wir jetzt einmal zum... Sumpf. Und ich mag den Sumpf überhaupt nicht. Aber nun gut. Wir haben keine Wahl. Wir müssen da jetzt leider durch. Okay. Gut, ich speichere dann hier einmal. Yep. Gut, dann verlassen wir das Spiel einmal.